Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar gibt es heute ein Fashion-Video. Bei mir geht Fashion bei den Sneakern los. Ich habe vor 5 Jahren angefangen, Sneaker-Videos zu drehen. Und ja, Sneaker sind für mich das Wichtigste bei dem ganzen Outfit. Darum Schwerpunkt auf Sneaker. Aber heute verteilen wir das ein bisschen. Ich zeige euch ein paar Shirts, ich zeige euch eine Hose, ich zeige euch Schuhe. Viel Spaß mit dem Video und es geht los, Eminem Ziggy. Wir fangen an mit einem Jordan-Shirt, ich zeige euch das mal. Und zwar ist das hier von der Westbrook-Kollektion. Das ist ein Basketballspieler, guckt euch das an. Vorne ist es leise, hier gestickt, why not? Und hinten ist es laut, guckt euch das mal an. Ja, boom. Digga, das Shirt ist so krank. Mit diesem Shirt müsst ihr zur Apotheke. Und wenn das nicht reicht, müsst ihr in die Klapse, weil das ist krass. Es hat einen schönen Loose Fit, wie es hier auch steht. Also richtig geil. Es sitzt sehr gut. Ich habe das einmal so angelegt. Also es gefällt mir sehr gut. Es ist ein sehr dickes Material. Es sitzt wirklich optimal. Also sehr, sehr gut. Ich freue mich schon, das Ding anzuziehen. Und vielleicht seht ihr das dann auf Instagram. So, packen wir hin. Das nächste Oberteil. Was ganz Besonderes. Und zwar ist das ein Fußballtrikot von der WM 98 von meinem absoluten Lieblingsfußballspieler aller Zeiten, Ronaldo. Der brasilianische Ronaldo, manche sagen der dicke Ronaldo, was ein bisschen eine Frechheit ist, wie ich finde, weil das war einfach der krasseste Strafraumstürmer. Und das ist wie gesagt ein Oberteil von 1998 und es ist sehr zeitgemäß, es ist momentan der Style, den ich sehr gut finde. Oversize, sitzt geil, schön, relaxed. Also richtig, richtig geil. Und das mit einer kurzen Hose verbinden. Mamma mia. Kommen wir zum nächsten Oberteil. Das ist sowas ähnliches, was ich gerade anhabe. So ein Basketball-Trikot mit Ärmeln. Das finde ich sehr gut. Das ist von der Marke Mitchell & Ness. Ich kriege dafür kein Geld. Ich habe mir die Sachen selber gekauft. Guckt euch das an. Richtig geil. Hier mit Patches von 1996. Glaub mir, wenn ihr das anzieht im Sommer, das ist einfach krass. Weil das ist so ein Ding, das zieht nicht jeder an. Und ich finde das brutal. Hier schön weiß, schwarze Ärmel. Guck mal hier, richtig Qualität, richtig schön dick. Also es ist wirklich super, 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 super. Die sitzen auch oversize, also richtig geil. Und dann habe ich eine kurze Hose von Jordan. Die habe ich, ich glaube, letztes Jahr, ein bisschen länger als letztes, also letztes Jahr, auch letztes Jahr gekauft. Ich mag diese Waschung sehr, sehr gerne. Guckt euch die mal an. Ja, schön grau verwaschen. Hier mit Jordan, seinem Logo. Viele sagen, ey, die ist doch voll dick, wie kannst du die im Sommer tragen? Der ganz normal, einfach anziehen und es läuft. Also gar kein Problem. Die sitzt sehr locker, also richtig, richtig gut im Sommer. Wie gesagt, mit so einem Trikot, stellt euch vor, die Hose, das Trikot, Feierabend. Richtig, richtig gut. Richtig, richtig geil. Die sitzen wirklich sehr bequem. Jetzt kommen wir zu einem Paket, was ich von Peekes bekommen habe. Peekes ist für mich so die geilste upcoming Brand eigentlich, die gibt es seit 2017. Die sind, also die inspirieren sich von der griechischen Mythologie. Ich finde die sehr geil, sehr sympathisches Team. Ich zeige euch mal, was ich von denen bekomme. Das ist hier ein Paket. Gucken wir uns das mal an. Trommelwirbel. Trommelwirbel, Trommelwirbel. Machen wir mal hier auf. Wir haben hier eine Karte. Sehr schön. Das ist Griechenland. Sehr, sehr gut. Ein Sticker, darf nicht fehlen. Sticker sind sehr wichtig. So, hier haben wir das erste Produkt. Mal gucken, was das ist. Okay, 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 okay. Okay, Digga, geil. Guckt euch das an. Dieser verwaschene Grauton. Smokers die younger, also Raucher sterben früh. Leute, keine Macht der Drogen, nicht rauchen, Zigaretten stinken, eklig, gesund wichtig, Zigarette nicht rauchen, ist nicht gut für eure Gesundheit. Guckt euch das T-Shirt an, das ist ein Oversize-Shirt, es sitzt sehr locker. Was ich bei Peekes geil finde ist, Peekes hat eine Bombenqualität, ich schwöre euch. Ich habe schon mal ein Paket von denen bekommen, ich war sehr begeistert. Die Zusammenarbeit hat so stattgefunden, mein Kollege Yama hat den Kontakt hergestellt. Dann hatte ich ein Paket von denen bekommen, ich fand die sehr gut und ich habe mir gedacht, ey, machst ein Fashion-Video, schreibst du die Jungs mal an. Die hatten auch Bock, die haben mir das Paket zugeschickt, also auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Ich muss hier oben Werbung einblenden, ich kriege kein Geld, ich habe die Klamotten bekommen. Guckt euch das nochmal an, sehr, sehr gut, gefällt mir, vielen Dank. Machen wir direkt das nächste auf. Was haben wir hier?
Oh, 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 ich ahne, ich ahne, ich ahne. Guck mal hier. Weißes Shirt, auch Oversize natürlich. Digga, das Material ist verrückt. Mit Medusa, ihr kennt Medusa. Die hat anstatt Haare, hat sie so Schlangenhaare. Und wenn ihr die anguckt, wenn die euch anguckt, werdet ihr zu Stein. Also das ist verrückt, das ist verrückt. Ey, ist krank. Richtig, richtig geil. Guck mal, das ist zum Beispiel so ein Oberteil, es ist direkt laut. Es ist vorne ein dicker Aufdruck, es ist direkt laut. Hinten ist nichts. Bei dem Peakers Oberteil, hinten was. Vorne leise, hinten laut. Kommen wir zum nächsten Produkt. Oh. Guck mal hier, guckt ihr das an. Wieder Medusa. Digga, krank. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Digga, ist krank. Ich freue mich schon, die Sachen anzuziehen. Richtig gut, guckt euch das an. Oh, was heißt. Richtig geil. Ich habe bei Peakers eine Größe M und ich mache das bei Oversize-Shirts immer so, dass ich eine Nummer kleiner nehme. Ich trage sonst L, aber bei diesen Oversize-Geschichten, wie gesagt, ist es eine M. So, Dankeschön. Kommen wir zum nächsten Paket. Und zwar ist das von meinem Homeboy Caesar Closing. Das ist mein pakistanischer Freund. Ich zeige euch das mal hier liebevoll eingepackt. Geile Verpackung. Machen wir das mal auf hier. Hier springt uns doch direkt eine Karte ins Gesicht. Was steht denn hier? Hier steht: Lieber Ümmet, wir wünschen dir viel Spaß mit dem Shirts aus der Wave 2. Mit freundlichen Grüßen, euer Caesar Team. Liebevoll, mit Hand geschrieben. Leute, wo gibt es das noch? Wo gibt es das noch? So, gucken wir uns mal an. Hier haben wir zwei Shirts. Hier ein schwarzes Shirt. Ich kenne die Shirts natürlich schon. Guckt euch das an. Hier ist sein Logo raufgestrickt in die Mitte. Das finde ich geil. Es ist leise. Und Leute, jetzt guck mal. Boom. Digga. Verrückt. Laut. Vorne leise, hinten laut. Geil. Finde ich richtig cool. Auch ein Oversize-Shirt. Geil geschnitten. Geiles Material. Richtig gut. Richtig, richtig geil. Mag ich. Wie gesagt, auch so krank, dass ihr damit in die Apotheke müsst. Und wenn das nicht reicht, ab in die Klapse. Haben wir hier ein weinrotes Shirt. Guckt euch das an. Das ist ein dezenteres Shirt. Guck mal hier auf der Brust. Caesar Closing auf dem Kopf. Season 2. Und auf Asiatisch steht hier noch einmal: Ist Sujuk, bleibt gesund. Ihr kennt es. Und hinten ist nochmal gestickt auf dem Nacken das Logo von ihm. Richtig, richtig gut. Bombenqualität. Geiles Shirt, geiler Schnitt. Richtig, richtig geil. Das sind genau so die Shirts, die ich momentan trage. Ihr könnt es auch an meinem Oberteil sehen. Ich finde es einfach geil und ich finde es sehr, sehr gut, Leute. Ich finde es gut, dass ihr aufhört, Skinny Jeans zu tragen. Also keine Skinny Jeans mehr, weil gibt eurer Wade ein bisschen Luft zum Atmen. Ich finde es cool. Ich trage auch gerne Hosen, die ein bisschen enger sind. Bei mir ist es immer ein Slimfit und ich sehe, mehr Leute gehen auch ein bisschen sogar noch weiter von Slimfit. Die nehmen so ein regulär Fit schon. Ist gut, ist gut. Keine Macht der Skinny Jeans mehr, weil es gibt, wie ich finde, nichts Schlimmeres als eine Röhrenhose und dann so ein fetter Sneaker. Ich habe das auch einmal gemacht und wurde von meiner Frau beschimpft, seitdem nie wieder. Ist natürlich alles Geschmackssache, ne? Ich werde jetzt keinen verurteilen, der so rumläuft. Natürlich hier auch Sticker ohne Ende. Ich sage ja, die Sticker dürfen nicht fehlen. Jetzt kommen wir zu den Sneakern. Leute, ich hab was Tolles. Ich habe auch schon im Kopf eine Kombi. Guck mal, wir haben hier Jordan-Karton, der so ein bisschen mitgenommen aussieht. Ist aber ungetragen. Es kommt auf die inneren Werte. Guck mal hier. Außen, ciao, in, wow. Guck dir das an. Jordan 6er UNC. Jordan 6er, immer krass. Guckt euch das an. Richtig geil. Wie gesagt, habt ihr noch nicht getragen. Und stellt euch jetzt einfach diese Kombi vor. Dieser Schuh, diese Hose, dieses Shirt. Feierabend, wie das duftet. Richtig gut. Ihr könnt natürlich auch optional das Shirt hier tragen, weil das würde auch gut aussehen. Grau, Weinrot, dann der Schuh, vorbei. Richtig, richtig geiler Schuh. Jordan 6er ist rausgekommen, 2017 UNC, sehr, sehr gut. Ich freue mich. Ich habe den ganze Zeit nicht getragen. Ich sage euch auch warum, weil ich einfach nicht mehr auf dem Zettel hatte, dass ich den überhaupt besitze. Ja, das passiert, wenn man viele Schuhe hat. Ein Schuh, den ich mir vor Jahren zugelegt habe. Und ich zeige euch jetzt einen anderen Schuh. Also dieser Schuh, bzw. diese Schuhe haben momentan einen sehr, sehr großen Hype. Die Kenner werden es direkt schon am Karton merken, was für ein Schuh das ist. Das ist ein
Jordan 1er Pine Green Black. Ich liebe Jordan 1er. Ihr kennt meine Sneaker-Videos, wenn nicht, checkt die ab. Auf jeden Fall sind in der Beschreibung Jordan 1er immer sehr wichtig in meiner Sammlung. Was ich bei dem sehr gut finde, der hat sehr, sehr schönes Leder, sehr schön weich. Ihr kennt das hier vorne, Laufhalten, Bocken nicht. Bei diesem Leder ist das nicht so intensiv, also fast gar nicht. Das zieht sich irgendwie wieder zusammen, habe ich das Gefühl. Und ich finde so die kleinen Details geil. Guck mal, hier hast du nochmal das Jordan-Logo drauf. Also richtig, richtig geil. Ich habe den noch nicht angezogen. Hier so ein bisschen rot. Ich glaube, ich werde ihn aber nicht mit roten Schnürsenkeln anziehen, weil das ist ein bisschen zu heftig. Ich werde da die schwarzen Schnürsenkel ranmachen und das sieht dann auf jeden Fall geil aus. Ich finde es ein bisschen schade, das ist so ein bisschen nervig, jeder läuft gerade mit Jordan 1 herum. Ich weiß nicht, liegt es an der Netflix-Doku von Jordan? Ich habe keine Ahnung. Ich finde es verrückt. Also ich finde es ein bisschen nervig. Ich trage zum Beispiel keine Jordan mit. Nicht, weil ich sage, ey, ich bin ein geiler Typ und bla bla. Mir geht es eher um die Qualität. Es gibt geile Colorways auch bei dem Jordan 1er mit, aber die Qualität ist halt nicht ansatzweise wie beim 1er normal, so beim Retro. Ja, gibt's noch was ich euch sagen möchte? 12 Minuten laber ich schon. Wow. Ja, das ist so momentan das, was ich trage, was ich mag. Ja, Leute, wenn ihr checken möchtet, wie ich mit diesen Klamotten aussehe, folgt mir auf jeden Fall auf Instagram. Da werde ich diese Sachen anziehen und ich sage euch, es sieht krass aus. Ich habe so viele Outfits im Kopf, wie ich das hier verbinden kann. Richtig, richtig gut. Wenn ihr mehr Fashion-Videos sehen möchtet, abonniert den Kanal. Schreibt in die Kommentare Hashtag mehr Fashion. Dann machen wir das. Und ich bedanke mich für die tollen Sachen. Caesar, danke. Pikes, danke. Und ciao, mein Herzlichi. Bleibt gesund. Regelmäßig Hände waschen ist ganz wichtig.